Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Diablo 3 Reaper of Souls, der Kreuzritter. Ja, wie versprochen geht's diese Folge ab ins Reich der Schatten. Da habe ich wieder einen fetten Cliffhanger beim letzten Mal da gelassen. Und ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Los geht's. Sieht schattig aus. Ein schattiges Plätzchen. Ein Keks unter einem Baum. Ja, das auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, wenn die den Zolt und Kuhl schon so wegsperren, dann sollten wir uns doch langsam mal den Kopf machen, warum haben die den weggesperrt? Und nicht bestimmt, weil sie irgendwie, weil dann, was will ich, die Zeche geprellt hat oder... Ach du Schande, was bist du denn für einer? Wie immun. Explodiere ich halt. Was denn davon? Boom. Ha. Sehr schön. Oh, noch mehr Dicke. Ja. Boom. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Halt, da sind noch welche. Da kommen auch noch welche angeflogen. Alle kaputt. Ja. Na, geht ihr wohl kaputt. Dankeschön. So, hier noch einen, da noch einen. Das sind aber auch viele, ey. Kommen die denn alle her? Hier muss doch irgendwo ein Nest sein. Erstmal ein Schrein der Stärkung. Ah, gebufft. So, ich hoffe, das ist jetzt auch der richtige Weg. Ich wette natürlich, wir müssen genau in die andere Richtung. So wie es immer ist. Ach, wisst ihr was? So lohnt sich das schon. Wie immun. Erstmal schön viel leuchtend und wusch. Also das muss ich feststellen, der Kreuzritter ist ja so gedacht als heiliger Krieger, aber... Der leuchtet mir ein bisschen zu viel. Also das ist, geht ja schon fast in Richtung Mage hier. Boom. So, du kommst hier nicht raus. Ja, ich bin eigentlich der Meinung, in Diablo so richtig leuchtig leuchten sollte nur der Mage. Der ist der Einzige, der durch Leuchten dazu berechtigt ist, alle anderen Spieler zu nerven. So kommt es mir manchmal vor, aber... Zack. Komm, hier, Himmelsfaust. Noch eine Himmelsfaust. Alle kaputt machen. Viele heilige Blitze. Und dann läuft das. Ich hoffe echt, dass wir hier nicht den anderen Weg hätten gehen sollen. Weil ich ahne es fast. Das läuft schon darauf hinaus, dass wir hier wieder in eine Sackgasse geraten. Am Ende stehen wir dann da, hier im Reich der Schatten. Und gucken ganz doof. Ja, seid verdammt. Und da ist der Kreuzritter Teil 6. Oh, ganz viel Party gibt's hier. Ganz viel zu hören. Der einzelne Kreuzritter war ein Krieger von außergewöhnlicher Kraft. Er beherrschte die Macht des Lichts, die Macht von Schwert und Schild und die Macht seiner selbst. Jeder hatte einen Eid abgelegt, als Kreuzritter zu leben und so zu sterben. Vor 200 Jahren machten sich die Kreuzritter mit ihrem Knacken ins Sumpfland im Osten. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Ja, die brauchten halt ein bisschen Zeit für sich, die Kreuzritter, würde ich einfach mal sagen. So, kommt halt um. Dankeschön. Oh, eine Truhe. Ah, das sieht nicht aus wie der richtige Weg, aber die Truhe nehmen wir trotzdem mit. Einfach weil wir es können. Zack. Weg. Das ist mein Loot. Na gut, das war schon mal nichts, aber ich denke, wir sind hier schon recht auf dem richtigen Weg, weil dieses Teil hier da liegt, das sieht aus wie sowas, was wir da vorher hatten. Was wir vorher aktiviert hatten, bloß in kaputt.
Und. Was seid ihr denn für welche? Was wart ihr denn für welche? Ah! Geschmolzen. Hat aber nichts damit zu tun. So, und ich denke mal, wir müssen das hier aufheben, um weiterzukommen. Ja, machen wir da doch. Ihr vertraut mir nicht. Das kann ich verstehen. Aber wir sind uns ähnlicher, als ihr wisst. Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nephalem zu sein. Tut euch mit ihr zusammen und wir können die Welt beherrschen. Kommt auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben Kekse. Nein, danke. Nein, danke. Nein. So, hier gibt es noch den nächsten Teil. Ich laufe einfach mal weiter und dann kommen wir höher. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. Hm. So, und ein Speicherpunkt. Und wir reden mit Lea. Was ist da los? Okay. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Konzentriert euch, Lea. Gleich, gleich. Nur noch ein bisschen. Nur einen Moment noch. Fast. Okay. Mein Blut rauscht wieder durch meine Adern. Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Das klingt auf jeden Fall sehr. Lebe. Sehr nett. Gern geschehen. Jo. Nun gebt uns den Seelenstein. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell in mein Sanktum. Okay, da haben wir einfach mal einen von den Toten wieder erweckt. Das ist ja nicht schlimm. Und Seelensteinkammer. Da werden wir jetzt wahrscheinlich den Seelenstein kriegen. Freude, Freude, Freude. Sprecht mit Solt und Cool. Dann spreche ich mal mit Solt und Cool. Der sieht aber nicht sehr freundlich aus. Ist das so? Was ist das? Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Es ist zu spät für eure Verlockung. Hä? Ah! Der greift mich an. Was ist da los? Ja gut, der geht ganz fix kaputt. Komm, immer weiter auf den Kopf. Ja komm, mehr Spezialfähigkeiten. Uah, Wirbelsturm. Und er starb, wie er lebte. Als Trottel. Ah. Die Schutzzauber wurden ausgelöst. Wie es scheint, sind meine Brüder endlich hier, um mich zu holen. Verdammt sollen sie sein. Ich bin noch nicht so weit. Zu viel meiner Macht musste ich für die Erschaffung des Steins aufwenden. Ich muss ihn fertigstellen. Zukunft der Menschheit hängt davon ab. So, und der Seelenstein ist jetzt da in der Mitte. Alles klar. Dann holen wir uns den doch mal. Puh, wir hatten noch ein Level ab, dann können wir gleich noch mal gucken, was für Level ihr kriegt, was wir so für Fähigkeiten gekriegt haben. So. Und hier passiert was? Hallo? Jo. In diesem Stein sind nun 5 Herrscher der Hölle gefangen.
Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Kane von Soltunkuls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert. Okay. Nicht schlecht. So. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir mit Adria im versteckten Lager reden. Das bedeutet, wir können uns da direkt hin teleportieren. Ohne große Umstände. Das ist nett. Tada! So. Und ich würde sagen, was die uns Schönes zu erzählen haben, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich werde erstmal mein Inventar lernen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.